Hi, ich bin Adam von den Music Making People Studios in Düsseldorf. Ich bin der Adam und hier betreibe zusammen mit dem Michael das Music Making People Studio mitten in Düsseldorf. Ich bin seit Ende der 90er Jahre schon in der Musikbranche tätig, angefangen mit Techno, zu der aufkommenden Techno-Zeit, über sehr viele Werbeproduktionen. Wir sind ja hier Werbestadt Nummer 1 in Düsseldorf. Und jetzt in den letzten 3-4 Jahren sind die Hip-Hopper hier in Düsseldorf auf mich aufmerksam geworden und ich wurde so über Nacht zum Gangster-Produzent oder Dienstleister. Und das war schon, sag ich mal, schon was Besonderes jetzt irgendwie für Kollega und für Farid Bang, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, eine sehr schöne und witzige Erfahrung. Ja. Das Studio haben wir zwischen 2007 und 2008 aufgebaut. Die Idee war, hier in Düsseldorf einen Platz zu schaffen, wo Künstler, Produzenten ein professionelles Umfeld finden. Das war so ein bisschen die Idee. Und dementsprechend ist auch so ein bisschen der Name Music Making People, sagt ein Platz, wo quasi sich Menschen treffen können, um Musik zu produzieren. Das Studio haben wir zusammen mit Fritz Zwei, einem der bekanntesten Akustiker Deutschlands, konzipiert, der auch das Studiomagazin betreibt. Und umgesetzt hat den gesamten Bau die Firma THS aus Solingen. Das ist auch eine sehr hochwertige Studiobaufirma. Die Idee war, einfach sehr, sehr hochwertige Räume zu erschaffen, in denen man wirklich sehr, sehr gut hören kann und in einer sehr professionellen, akustischen, einer sehr hochwertigen Umgebung arbeiten kann. Wir haben eine Studio 1, das ist die große Regie, etwa 35, 40 Quadratmeter. Ist ausgelegt, um mit mehreren Leuten zu arbeiten. Also ist kein Problem, sich mit 5, 6 Leuten gleichzeitig dort aufzuhalten und zu präsentieren, produzieren. Dann gibt es eine zweite Regie, die jetzt 25 Quadratmeter groß ist. Das ist dann meine Hauptregie, wo ich hauptsächlich Mixing und Mastering betreibe. Genau. Und dann gibt es noch einen ca. 25 Quadratmeter großen Aufnahmeraum, der auch als Writing Suite genutzt wird. Also für uns war es sehr wichtig, eine sehr hochwertige Abhöre zu haben. Also wir haben beide Räume, beide Regien sind akustisch eingemessen und mit einer sehr hochwertigen Abhöre ausgestattet. Einmal mit den Audio oder hier mit den Genelec Boxen. Dann verfügen wir über hochwertige Wandler in allen Regien, also von Avid über Burl bis Crane Song. Und auf der Mic-Pre-Seite haben wir auch diverse Mikrofone von modern bis Vintage. Also es fängt an bei den EMI Abbey Road Preamps, Röhren Preamps, legendäre Preamps noch aus der Beatles-Zeit. Von der Konstruktion über diverse Neve Preamps, API und Chandler Preamps. Und noch eine größere Mic-Sammlung von Brauner über Neumann, Sennheiser, AKG. Also alle gängigen Top-Mics sind hier auch vorhanden. Was für uns auch noch wichtig war, dass wir auch diverse Instrumente hier haben. Also wir haben eine große Sammlung an Gitarren, ob akustisch oder elektrisch, Bässe bis hin zum Schlagzeug. Also dass man oft kommen Künstler oder Bands nur mit einer schlecht eingestellten, billigen Gitarre und da stellen wir den Leuten auch hochwertige Instrumente zur Verfügung. Was wir jetzt in der letzten Zeit auch noch immer mehr ausbauen, ist das Thema Beratung. Weil gerade so sehr viele, es ist kaum von den jungen Musikern kaum jemand bei der GEMA als Mitglied. Also niemand weiß, was ist die GEMA? Ist es was Gutes? Ist es was Böses? Was macht sie eigentlich? Was sind Masterrechte? Was sind Verlagsrechte?
Und da unterstützen wir jetzt immer mehr die Künstler auch in diesem rechtlichen Bereich.